Was geht, Freunde? Ich lebe noch. Heute gibt es ein schönes Trainingsvideo, also reines Trainingsvideo. Heute steht ein Weihnachtsprogramm, da die letzte Woche ja übelst heiß war. Irgendwie 30 Grad sind heute auch irgendwie 30 Grad und es ist jetzt 7 Uhr abends. Ich trainiere normalerweise nicht ganz so spät, aber heute halt, weil es relativ warm war. Dann hat es noch geregnet, jetzt ist es schwül. Wie gesagt, meine stehen auf dem Programm, deswegen auch das schöne Iron Dev T-Shirt hier. Ich habe IAAs in diesem komischen M-Shaker. Und da sind IAAs von Iron Max, habe ich aus dem Needle, einfach weil es bequem ist. Cola, Limette ist jetzt nicht so geil. Letztes Mal hatte ich die Green Apple, die kann ich empfehlen, die sind lecker. Genau, was steht an? Safety Squat Bar, 3 Sätze. 6 bis 8 Reps, wahrscheinlich eher 6, weil ich faul bin. Keine Ahnung, wie viel Kilo wir tasten uns mal ran. Ich schätze mal so um die 140 bis 150, irgendwas um den Dreh. Danach steht Beinstrecker an. Den habt ihr noch gar nicht live in Action gesehen, glaube ich. Das ist der selbstgebaute, darüber wäre auch ein Video hier auf dem Kanal. Ich falle jedes Mal fast um. Danach steht Beinbeuger an, auch 3-4 Sätze. Und danach, wie heißen die denn? Einbeinige RDLs, irgendwie Staggered Stance, RDLs, irgendwie sowas, komischen Namen, auf jeden Fall auf einem Bein. Fühlen sich eigentlich ganz gut an, ich mag das ganz gerne, die zu machen, weil man dort echt gut isoliert den Beinbeuger trifft, aber eben nicht so viel Ermüdung anhäuft. Und vielleicht noch warten, wenn ich sie nicht skippe, je nachdem wie lange das Training dauert, weil es ist echt heiß und ihr wisst es, lange Satzpausen sind dann eben drin. Wir gehen los und dann sehen wir, was abgeht. Ja, und für alle, die sich fragen, warum kamen jetzt in letzter Zeit nicht ganz so viele Videos, ja, ehrlich gesagt, Home Gym, ihr wisst selber, wie das ist. Man braucht immer wieder neues Equipment, um Reviews zu machen. Und wenn man nicht so viel ja, neues Zeug braucht und auch nicht so viel Geld dafür ausgeben will und man kriegt das nicht gesponsert, dann ist natürlich immer ganz, ganz schwierig, ganz viele Reviews zu machen. Ich habe noch ein paar, die ich gerne machen würde. Da geht es um den Anvil, die Anvil-Latzugstange und um ein paar Griffe, diese Prime-Nachbauten. Genau, das ist das, worauf ihr euch irgendwie in Zukunft noch freuen könnt. Ansonsten legen wir jetzt los mit dem Training. Schaut zu, ich werde bestimmt noch zwischendurch was quatschen. Auf jeden Fall geht es heute nur Training, kein Vlog, nix. Also wer da keinen Bock drauf hat, für den ist dann das heutige Video nicht so geil. Also wie ihr erkennen könnt, mache ich im Endeffekt mich erst ganz normal warm, ohne Stange, dann direkt 60 Kilo, dann 80, dann 100, dann 120 und dann gucke ich, wie schwer der Arbeitssatz wird. Wenn ich sage, es sind 140, dann lege ich direkt mit 140 los. Wenn ich sage, es sind zum Beispiel 150, 160, mache ich noch ein, zwei Reps mit der 140. Bin jetzt schon ein bisschen aus der Puste und schwitze ganz ordentlich, weil wie gesagt, es ist ziemlich schwül heute, irgendwas 30 Grad hier. Ja. Was auf jeden Fall gerade nicht so geil ist, wie ihr seht, ist die Position vom Racker jetzt anders als früher. Das liegt erstens daran, dass wir hinten ein bisschen umgebaut haben und so wir ein bisschen mehr Platz hatten, dass ja, als wir das ein bisschen weiter rausgezogen haben, deswegen ist alles so ein bisschen chaotisch. Und zweitens, weil ich jetzt Platz brauche nach hinten raus wegen dem Beinbeugerstrecker, aber das zeige ich euch später. Genau, das sind so, deswegen ein bisschen blöd, jetzt immer die Scheiben da hinten auf der Seite reinzustecken, weil da echt wenig Platz zwischen Wand und Stange ist und ich kann das Rack nicht noch weiter verschieben. Ja, wie auch immer.
Also der 100er Satz war in Ordnung. Wir machen jetzt einen 120er Satz gleich, dann 140. Mal schauen. Ja, werden es gleich sehen. So, nachdem ich mich jetzt ausgiebig warm gemacht habe, stehen hier 145 für den ersten Satz. Boah, ich bin ein bisschen überbelichtet, fast gemault, perfekt. Die beugen wir jetzt für den ersten Satz und dann entscheiden wir, wie die Backoffs aussehen, ob es Backoffs gibt, aber in der Regel mache ich 3 Straight Sets. Deswegen viel Spaß. Also der erste Satz, der war schon knackig. Ich habe gesehen, klar, ich neige sowieso immer dazu, ein bisschen hüftdominanter zu beugen. Das heißt, immer mit dem Arsch ein bisschen zuerst hochzuschießen, das ist bei mir relativ normal. Zu schwache Quads bzw. zu lange Quads, schlechte Hebel, ihr kennt das Spiel. Aber immer mit trotzdem nichts draus, ich beug trotzdem ja, schwer. Auch wenn viele sagen, wenn jetzt für einen Bodybuilding-Aspekt zum Beispiel, ist das gar nicht so sinnvoll, weil du ja nicht nur die Quads ermüdest, sondern auch ja, Last auf unseren Rücken kriegst und den Arsch mit reinnimmst. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Weil ich meine, im Endeffekt geht es darum, Progress zu machen. Und Progress ist nie schön. Also direkt aus dem Satz. Ich habe mir gerade das Video natürlich angeschaut. Das mache ich fast immer, nachdem ich einen Satz gemacht habe, den ich gefilmt habe. Dass ich mir das Video erst anschaue, um ja, evaluieren zu können, ob es denn so läuft, wie ich es ja, möchte. Ob die Bewegung sitzt. Ihr wisst schon, alles, was man so evaluiert bei so einem Squat-Video. Wie auch immer, ich würde sagen, der Satz war sogar ein Ticken besser als der erste. Einfach aus dem Grund, weil ich beim ersten häufiger mit den Ellenbogen ein bisschen nachhelfe, was die Bewegung doch leichter macht. Das versuche ich dann beim zweiten, dritten, wenn ich sehe, ein bisschen rauszunehmen. Ja, bin jetzt natürlich aus der Puste. Zweiter Satz. Ist ganz schön anstrengend bei so einem Wetter, weil man einfach schon schwitzt durch diese Luftfeuchtigkeit. Wie auch immer, gleich gibt es den dritten Satz. Ich denke, der wird auch ziemlich schwer sein. Ansonsten bin ich dann auch so gut wie durch mit der schwersten Übung eigentlich. Das heißt, der Rest ist eher so ein ja, der spaßige Teil. Mal sehen. Satz Nummer 3, wir gehen rein und schauen, wie es wird.
Also, das war wahrscheinlich vom Feeling der beste Satz. Aber war schon scheiße schwer. Ich würde sagen, das war so eine Reps in Reserve 2 bis 3. Na, eher 2, die man noch ordentlich hingekriegt hätte. Das Ding ist aber, ich gehe fast nie bis zum Maximum bei Squats, weil es einfach keinen Sinn macht, mich so stark zu ermüden. Das mache ich nämlich gleich beim Beinstrecker. Und der ist jetzt halt direkt als nächstes dran. Und dann werdet ihr den auch mal sehen und könnt sehen, wie ich den auf- und abbaue. So, als allererstes jetzt nach den schweren Sätzen erstmal die Squat-Schuhe ausziehen. Und ich muss sagen, Squat-Schuhe, ohne Squat-Schuhe macht der Squat eigentlich gar keinen Spaß für mich, weil ich ja relativ lange Oberschenkel habe. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Reel gepostet, dass es da ja Unterschiede gibt. Und dann komme ich einfach nicht auf Tiefe. Deswegen beuge ich auch fast ausschließlich nur mit der Safety-Squat-Bar und Gewichtheberschuhen wegen dem Keil. Und weil ich das mit der Safety-Squat-Bar das Gewicht so verlagern kann, dass ich aufrechter bleiben kann, weil der Schwerpunkt weiter vorne ist. Genau, jetzt wird das Gewicht erstmal abgebaut und dann geht es los mit dem Beinstrecker. So, und jetzt seht ihr auch, warum ich das Rack umgestellt habe, beziehungsweise warum das Rack so steht, weil ich nach hinten raus viel Platz brauche. Das hier ist nämlich meine Bank. Und die Bank, auf der sitze ich nämlich genauso wie hier, muss jetzt bis hierhin ran, weil da das Beuger-Strecker-Attachment drankommt. Zwar mache ich jetzt ein so ein Safety-Ding ab, tue das jetzt hier mal an die Seite und dann das Attachment. Ich hoffe, man sieht das. Hier ist so eine Schraube dran. Ich baue das hier einmal ab. Dann wird das Attachment hier einfach so in die Nummer 10 eingehakt. So, nachdem das da jetzt drin ist, wird das einfach hinten wieder festgeschraubt. So, dann sieht das so aus. Und da vorne wird jetzt noch ein Gummi drum gespannt. Meistens nehme ich da das blaue hier. So, das wird doppelt gespannt. Dann hier hinten um so einen Pin. Und seht ihr schon, da ist das Band gespannt. Hier vorne. Ja. Und jetzt wird die Bank noch angeschoben. Jetzt kann man sich hier einfach reinsetzen. Und los geht's. Ich mache das Ganze immer unilateral. Das liegt einfach daran, dass ich mich ja an nichts hier wirklich festhalten kann, nur an der Seite, an dem Rack. Und wenn da einfach so viel Gewicht vorne dran ist, dann hebe ich einfach ab. Deswegen mache ich das unilateral. Da reicht mir dieses 20 Kilo Band zweimal gespannt und ungefähr 10 bis 15 Kilo. Genau. Das fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Ist jetzt natürlich nicht das 100% gleiche wie in einem Gym, in einem Studio, weil dort läuft das ja über Ketten, beziehungsweise über Riemen, über Seile, über Kabelzüge, wie auch immer. Und da geht das Gewicht ja im Endeffekt hoch und runter. Also du hast eine lineare, eine gleichbleibende Spannung. Ja, das hast du hier natürlich nicht. Die nimmt ein bisschen ab, dann nimmt sie wieder zu, dann nimmt sie wieder ab, so ungefähr. Oder ist nicht da, nimmt dann zu und geht dann wieder. Dann gibt es erstmal einen Aufwärmsatz. Weil ich ja im Endeffekt schon Kniebeugen gemacht habe, mache ich jetzt nur noch unilateral einen Satz und dann geht es direkt mit dem Gewicht los. Erster Satz Beinstrecker. 10 bis 15 Wiederholungen, je nachdem wie es läuft. Dann mal schauen. Was ich beim Beinstrecker merke, ist auf jeden Fall, dass das rechte Bein schwächer ist als das linke. Deshalb fange ich auch mal mit rechts an
um so viele wie es möglich sind mit rechts zu machen und mit links dann praktisch ja einfach die Wiederholung auch voll zu machen, nicht vorzugeben mit mehr Wiederholungen als ich machen könnte. So, das ist der zweite Satz. Die Satzpause relativ, ja, 2-3 Minuten. Auf jeden Fall geringer als bei Kniebeugen. Das war jetzt der dritte Satz. Davon mache ich tatsächlich nur 3 beim Beinstrecker. Gehe da relativ nah ans Maximum, relativ nah ans Versagen. Ist immer schwierig zu sagen, ob das wirklich Versagen ist oder nicht. Rauskribbeln könntest du bestimmt nur noch irgendwie eine halbe. Aber ich würde schon sagen, das war ziemlich nah dran. Beziehungsweise der letzte war schon sehr, sehr nah dran, sage ich es mal so. Ich versuche da möglichst aufrecht zu sitzen, weil ich so den äußeren Anteil meiner Meinung nach viel besser treffe. Ist ja auch so, dass du dann den mittleren Teil, ich sage jetzt mal mittlerer, äußerer Teil, weil es einfach leichter ist zu verstehen, der mittlere Teil ist in der aktiven Insuffizienz, das heißt, die anderen beiden Teile müssen übernehmen, das heißt, der innenliegende und der außenliegende. Und deshalb fühle ich ja einfach den äußeren Schwung des Quads viel mehr, was ja auch mein Ziel ist, damit irgendwie so ein bisschen auszuarbeiten. Jetzt machen wir in demselben Gerät Beinbeuger, dafür muss ich einfach nur das Gummi abmachen, weil das einfach sonst zu viel Widerstand ist. Für einen Beinbeuger. Der Beinbeuger ist ja also ein kleiner, sehr schwacher, in Anführungszeichen, Muskel. Und da mache ich dann auch 10 Kilo. Genau. Da atme ich jetzt ein paar Minütchen durch und mache dann Beinbeuger. Da mache ich aber 4 Sätze. Und guckt euch das mal an. Es ist schon richtig dunkel draußen. Es ist schon 9 Uhr. Deshalb ist auch hier so schlechtes Licht. Ich hoffe, das ist auf den Videos nachher noch halbwegs in Ordnung. Na ja, mal sehen. Ja, bauen wir jetzt erstmal um und dann legen wir los.
Also das waren jetzt 10 Kilo. Das war ein Ticken zu leicht. Ich packe jetzt nochmal 5 drauf. Ich denke, das wird sich besser anfühlen. Das waren ja 20 Wiederholungen pro Bein. Ich will da nicht ganz so hoch. Also 15 wird, denke ich, ganz gut sein. Packen das jetzt mal drauf und dann gucken wir den nächsten Satz. Was halt richtig gut ist, an dem stehenden Beinbeuger hier, beziehungsweise, ich gehe mal hier wieder ins Licht, so Musik ein bisschen leiser machen. Und zwar, wenn man sich hier gut nach vorne beugt, hat man ja wieder viel Beugung in der Hüfte und dann hat man praktisch einen sitzenden Beinbeuger, obwohl man nicht sitzt. Und wie wir wissen, kann man da am besten den Beinbeuger treffen, beziehungsweise bearbeiten, volle Range of Motion. Deshalb lehne ich mich auch mal so weit nach vorne, um da so ein bisschen den Sitzenden zu simulieren, in Anführungszeichen. Zweiter Satz mit 15 Kilo jetzt. Mal schauen, wie sich das jetzt anfühlt. Also das hat sich definitiv besser angefühlt. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall bei 15 Kilo. Die 15 Wiederholungen waren schon hart. Ich denke jetzt werden zu 13, 12, irgendwie sowas. Also erster Satz vom Heben bzw. von den einbeinigen RDLs ist durch. War doch eine ganz schön wackelige Angelegenheit, habe ich jetzt schon eine Woche nicht gemacht. Bei den Beuger gab es jetzt nur 3 Sätze, einfach aus Zeitgründen. Normalerweise wird es 4 geben, einfach weil ich auf den Beinbeuger immer ein bisschen mehr Wert bzw. mehr Fokus legen möchte, aber weil er ja vom optischen Erscheinungsbild auf jeden Fall noch ein bisschen hinterher hängt. Aber was soll's, jetzt nicht so dramatisch. Aber versucht den letzten Satz gut all out zu gehen. Ich denke, das reicht da erstmal. Genau, wir machen jetzt noch 2 Sätze. Ich halte die Satzpausen schön gering, beziehungsweise schön kurz. Ich kann schon nicht mehr reden, Leute, ihr wisst. So nach dem Satz immer noch in die Kamera zu blubbern, das ist
anstrengend. Genau, ich versuche die Satzpausen möglichst kurz zu halten. Einfach nur aus Zeitgründen. Normalerweise halte ich die relativ lang, aber ich habe irgendwie heute beim Aufwärmen viel getrödelt wegen der Kamera. Ein bisschen Position gucken, dies, das, ihr wisst, wie das ist. Genau, ja, machen wir jetzt die nächsten zwei, rum ich ein bisschen aus und dann nehme ich auf die nächsten zwei mit und dann sehen wir uns später. Was ihr bestimmt auch gesehen habt, ist, dass ich nie komplett in die Streckung gehe. Also ich überlade zum größten Teil wirklich in dieser Übung die gedehnte Position. In der Kontraktion überlade ich im Endeffekt beim Beinbeuger, wo ich dann eben in der Kontraktion die meiste Last habe, weil es so wirkt. Und hier strecke ich halt nicht komplett durch. Ich versuche die ganze Zeit in der Dehnung zu bleiben. Zumindest ja in einer gewissen Range of Motion. Also man soll jetzt da nicht einfach rumhängen, aber zum größten Teil, wie gesagt, versuche ich da diese Position zu überladen. Und das gibt mir einen wahnsinnig guten Pump. Und ich muss sagen, auch mit diesen 70 Kilo, ne? Ihr glaubt es nicht, das knallt so gut rein, weil wenn du dich nicht komplett, wenn du das nicht komplett durchstreckst, die Hüfte, dann arbeitet der Hintern ja fast gar nicht. Sondern wirklich die Hamstrings, probiert es mal aus. Gute Sache. So, wir gehen rein in den letzten Satz. Und damit sind wir durch mit dem Beintraining. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Es gab insgesamt 3 Sätze Kniebeugen, 3 Sätze Beinstrecker, 3 Sätze Beinbeuger und 3 Sätze RDLs. Jeweils mit verschiedenen Wiederholungsanzahlen. So. Und gleichzeitig dann natürlich auch mit verschiedenen Intensitäten. Weil wenn ich ein paar Reps in Reserve mehr habe als bei einer anderen Übung, habe ich auch gleichzeitig eine andere Intensität. Bei den Main Lifts halten wir sie relativ gering, in Anführungszeichen, ist ja trotzdem anstrengend. Aber wir bringen uns halt nicht um und versuchen dann isoliert nochmal richtig zu ermüden. Ja, ich hoffe, das war soweit halbwegs interessant aus dem Beintraining. Lasst es mich gerne wissen, schreibt es hier gerne in die Kommentare. Ich versuche ohne viel Schnickschnack, ohne viel Labern. Gleich gibt es noch lecker Essen, schön duschen. Und dann war es das auch heute schon. Wie gesagt, normalerweise hätte ich 4 Sätze Beinbeuger gemacht. Aber heute ausnahmsweise mal aufgrund von Zeitnot, weil es eh schon dunkel ist und all der ganze Quatsch, ein bisschen früher. Also wie gesagt, lasst es mich wissen, ob es euch gefallen hat. Wenn ja, dann filmen wir noch ein paar andere Trainings, ab Oberkörpereinheiten oder sowas. Und ich bin somit raus, macht's gut und ciao.